Guarda, guardale. Mehr ist nicht übrig von den beschissenen Peaky Blinders. Ich habe meinen Anwalt diese Verträge aufsetzen lassen. Sie betreffen jede Firma, die Sie besitzen. Bars, Restaurants, Lagerhäuser. Einfach alles, das Sie in verdammt anstrengender, langer Zeit aufbauen konnten. Heute wird dieser Besitz übergehen. An meine Familie. Oder sie sterben. Gleich hier. Ich war dafür, sie alle umzubringen, aber meine Mutter, die kennt sie. Sie hat gesagt, dass es schlimmer für sie wäre, wenn ich sie leben lasse und ihnen alles nehme, was sie besitzen. Durchsucht sie. Dabei droht ganz besonders nicht diesem aus. Also, Sie sind dran. Sie unterschreiben jedes einzelne Papier. Und das machen Sie auf den Knien, auf dem Boden. Gehen Sie auf die Scheißknie und unterschreiben Sie! Ein Freund von mir hat mal gesagt, die Großen ficken die Kleinen. Also musste ich jemanden finden, der größer ist als Sie. Sie wissen sicher, dass es zwei Familien in Brooklyn gibt, die gern ihr Alkoholmonopol in New York übernehmen wollen. Und wenn die in New York gegen Sie vorgehen? Dann beginnt ein Krieg zwischen den Familien. Aber wenn sie sterben sollten, bei einer Vendetta, mit einem beschissenen Buchmacher aus Birmingham, können die ihr Geschäft ohne einen Krieg übernehmen. Wir haben Kontakt zu einem Geschäftsmann in Chicago. Auch er ist interessiert an einer Verlegung des Alkoholgeschäfts nach New York. Sein Name ist Alphonse Capone. Sie meinten diesen fetten Wichser? Tja, die Blutsverwandten, die mit Ihnen aus New York gekommen sind, die sind alle tot, Mr. Changretta. Und diese Männer hier, die arbeiten für den, der am meisten bezahlt. Und sie haben neue Anweisungen. Stimmt das? Ist das so? Ach du, Matteo. Minkia. Ich bin angeschissen. Ah! 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 Arthur ist verletzt. Aber er kommt durch, Polly. Aber alle müssen glauben, dass er tot ist. Für alle, außer dir, mir und Linda, ist Arthur Shelby tot. Ich habe mir alles überlegt. Wir können seinen Tod dazu nutzen, diesen Krieg zu gewinnen. Übermitteln Sie Ihren Leuten in Chicago, dass Michael Gray bereit ist, die Importlizenz für New York zu unterzeichnen. 300 Fässer englischer Dry Gin im Monat. Was mit euch? Alle.